Willkommen zum neuen Video. Heute werden wir mal auf die 100x Challenge wieder eingehen. An dieser Stelle will ich aber trotzdem nochmal euch für den ganzen Support aus dem Jahr 2022 danken und jedem einen guten Rutsch wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht und 2023 wird ein klein wenig besser wie 2022. Denn 2022 war ja ziemlich von roten Zahlen geprägt. Nun herzlich willkommen zum neuen Video. Erstes Video 2023. Machen wir gleich einmal für das letzte Monat ein Update, was die 100x Challenge angeht. Wir springen direkt einmal gleich rein in die Tabelle. Was hat sich getan? Ich habe nicht viel verändert. Jetzt am 30.12. habe ich nochmal ein Update rausgeballert, dass ich sozusagen meinen Kredit mit diesem Sicherheitskapital dabei zurückgezahlt habe, dass ich mir einmal die nächste Zeit keine Gedanken machen muss und mein Hebel ist weiterhin auf 2x skaliert. Ich bin dahingehend sehr, sehr zufrieden. Das heißt, mein Liquidationspunkt ist jetzt von 10.600 auf 6.200. Hat jetzt einen einfachen Grund, warum ich das gemacht habe, weil ich einfach auf diese 8.700 Dollar, was ich mir an Schulden genommen habe, natürlich einen Zins bezahle. Ne? Und wenn ich jetzt mit diesem Geld, das was eh nur im Wallet rumliegt, einfach das begleiche, dann zahle ich ungefähr 5.000 Dollar diese Zinsen und dann bin ich ja runden auf ungefähr 1%, da der Bitcoin-Anteil dann wesentlich größer ist. Für diesen kriege ich natürlich auch einen kleinen Zins für das Bereitstellen. So, das heißt, soweit gut. Das heißt, die Skalierung ist soweit derweil einmal abgeschlossen. Mein präferiertes Ziel wäre so roundabout 2,1. Eventuell sowas. Ich bin jetzt schon bei einem 2er Hebel. Soweit alles wunderbar. Wie schauen die Zahlen aus im Moment? Bitcoin-Preis, wir sind jetzt in dieser Range schon seit circa einem Monat bei roundabout 16.000. Wir können uns das Ganze auch einmal im Chart anschauen. Also wir haben uns jetzt hier nicht wirklich viel bewegt. Wir sind in dieser Area. Wir haben vom Boden 15.500 roundabout, sind wir jetzt bei 16.500 ungefähr. So, keiner weiß, wie die Reise weitergeht. Wir haben jetzt allerdings einmal 2022 abgeschlossen, was schon mal ziemlich positiv ist. Genau, 2023 wird auf alle Fälle sehr spannend. Die werden dann auch in den nächsten Tagen, für mich geht es in den nächsten Tagen nach Bangkok. Sobald ich dort angekommen bin, werde ich auch einmal ein Recap machen, 2022, wie es für mich gelaufen ist. Ich muss ehrlich zugeben, 2022 war für mich sehr auch erfolgreich, nicht nur businessmäßig, sondern auch wie ich meinen Approach im Krypto-Bereich gemacht habe. Ich bin super zufrieden, dass ich sehr lange dass ich frühzeitig ausgecashed habe, dass ich sehr lange Dollar gehalten habe und erst zu einem späteren Zeitpunkt dann eingestiegen bin. Das hat mir auf alle Fälle vor dem Gröbsten bewahrt und ich habe mich repositionieren können und zwar sehr stark. Natürlich, man erwischt das auch bei einem Rebuy nicht immer den besten Preis. Deswegen ist auch das Portfolio ein klein wenig unter Wasser, aber sagen wir mal, es sind ungefähr 20% oder sowas. Natürlich durch den Hebel, wo ich auf die Positionen aufgebaut habe, wird es natürlich noch ein klein wenig verstärkt. Macht aber jetzt halt nichts. Kurzfristig ist mir das wurscht, langfristig ist auf alle Fälle der Plan, dass das Ganze ganz gut aufgeht. So, das heißt, wir haben dieses Monat bzw. dieses Jahr 2022 jetzt abgeschlossen. Und ich bin soweit sehr zufrieden. Ich habe die günstigen Preise genutzt, um diese Positionen aufzubauen. Wir sind jetzt auf 2x. So, wir werden schauen, wie es 2023 weitergeht. Historisch gesehen, auf das werden wir auch in einem anderen Video eingehen, sollten wir dieses Jahr auf alle Fälle auch positive Zahlen sehen. Möglich wäre es auf alle Fälle, dass wir Liquidationsevents auf tiefere Preise sehen, allerdings diese sich nicht so lange halten können. Werden wir auf alle Fälle schauen. 2023 wird sehr spannend, vor allem mit den ganzen neuen coolen DeFi-Anwendungen, die was rauskommen, wird es auf alle Fälle auch ein geiles Jahr. So, wie schaut es jetzt statistisch gesehen aus? Wir haben ja diese 10.000 Dollar,
wollen wir ja in 300.000 bis 400.000 Dollar verwandeln in den nächsten Jahren. Wir sind eingestiegen hier, da waren wir ungefähr bei, eben bei diese 10.000, das ist jetzt mit Hebel, und wir waren einmal ganz kurzfristig einmal bei Richtung 11.000 oder sowas, das sehen wir hier. So, dann hat der Markt natürlich nur einen kleinen Dämpfer gekriegt, wir waren einmal auf dem Minimum bei 7.300 und sind dann wieder hoch so Richtung 8.600. Da hier werden immer dann die Schulden auch abgezogen. Das heißt, im Moment rangieren wir irgendwo bei 8.000. Das heißt, wir sind ungefähr 20% unter Wasser. Trotzdem im Prinzip ziemlich egal. Der Break-Even-Punkt für den Hebel ist ungefähr 17.500. So roundabout. Das heißt, sobald wir diese Levels wieder erreichen, zählt bei uns doppelt. So, wie wäre das Ganze ohne Hebel? Das heißt, hier hätten wir dann diese 10.000, wären wir auch ganz kurz über diese 10.000 gekommen. Und wir haben jetzt natürlich, wenn wir keinen Hebel gemacht hätten, das heißt, wenn wir diese 0,5 Bitcoin einfach im Wallet gehalten hätten, wären wir jetzt sogar besser auf dem Weg als wir, wenn wir, also wir mit dem Hebel. Das ist allerdings nur so, da der Hebel natürlich, wenn wir den oben aufbauen und der Preis gegen uns läuft, dann cashen wir sozusagen unrealisierte Verluste ein. Sozusagen. Deswegen ist diese Position, wäre diese Position besser. Allerdings nicht extrem hoch. Wir sind jetzt hier bei knapp 8.000 mit dem Hebel und knapp 8.340 mit, ohne Hebel. So, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der ganzen Position, wie es im Moment läuft. Und ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Das war im Endeffekt das Update zu meiner 100x Challenge. Wie gesagt, 2x ist platziert. Selbst wenn wir nur weiter runter gehen dürften, könnte man nur vorstellen, dass ich ein klein wenig nachhebel, allerdings immer nur human. Ich kann mir gut vorstellen, da mit dem Sicherheitskapital der Liquidationspreis auf 6.200 ist, dass ich sogar auf Richtung 8.000 gehen könnte, dass ich relativ safe bin. Ist jetzt nicht geplant. Ich wäre auf alle Fälle, das muss erst einmal abgeschätzt werden, wie krass es kommt und ob es so krass kommt. Das werden wir auf alle Fälle auch sehen. Gut, an dieser Stelle wünsche ich jedem nochmal einen guten Rutsch und toi 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 fürs neue Jahr. Und es wird auf alle Fälle wieder mehr Content kommen, auch speziell was Chartanalyse und gewisse Coins angehen. Und natürlich auch nehme ich euch auf dem Weg des Auswanderns, beziehungsweise bin schon ausgewandert, mit nach Bangkok. Welche Möglichkeiten haben wir, um uns auch mit Krypto international aufzustellen. Gut, an dieser Stelle, wie gesagt, Meinungen gerne in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen, gebt mir gerne ein Like auf das Video und vergesst mir den Channel jetzt zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.